Gut, wir haben hier jetzt wirklich zwei verschiedene Themen. Der Daniele Ganzer hat das auch angesprochen am Anfang vom Vortrag, dass es zwei Themen sind. Wie sind die zu verbinden? Ich sehe da sofort Verbindungen, weil alles, was in der Politik geschieht, ist genau so geplant. So ist es mit der Landwirtschaft, mit der Pharmaindustrie, mit dem ganzen gesteuerten Lobbyismus in der Politik, was auch wieder beide Seiten betrifft. Die Pharmaindustrie wie die Landwirtschaft brauchen Energie, brauchen sehr viel Öl, gerade mit den neuen großen Maschinen, die sie sich gerne leisten, weil man muss ja größer werden wie der Nachbar. Also das sind die zwei Themen, sehr, sehr wohl und gut miteinander verbindbar. Es sind beides Themen, wo Kriege dafür geführt werden, über und mit den Menschen. Und damit möchte ich diese Diskussionsrunde mal eröffnen und die Frage vielleicht als erstes mal an den Gottfried Glöckner. Du musstest ja abrupt auch deinen Vortrag leider beenden. Und so die Frage, wie geht es weiter mit dir, mit dem Thema Genmanipulation auf der Welt? Wie weit seid ihr, wie geht es weiter? Also es ist jetzt, die Situation ist folgende, dass wir die abgewiesenen Klagen wieder einreichen und hier in Richtung Prozessbetrug die Sachen neu aufrollen. Im privaten Bereich, der auch damit reinspielt, die rechtswidrige Inhaftierung von meiner Person, zwischenzeitlich habe ich Strafanzeige erstattet. Gegen meine Ex-Frau liegen Falschaussage vor Gericht, Urkundenfälschung, falsche Angaben bei den Steuerbehörden und dementsprechend auch im Rahmen der Zwangsversteigerung wiederholte Vollstreckung von Vollstreckungstiteln, die Anwälte sich untereinander ausgetauscht haben. Das läuft parallel zur Schadensersatzklage, Strafanzeige gegen den Geschäftsführer von Syngenta. Und da lasse ich mich jetzt überraschen, was passiert. Die Hauptarbeit dazu ist gemacht, weil die fachlich-sachlichen Grundlagen haben wir in den Jahren 2002 bis 2005 herausgearbeitet. Die sind auch bei Gericht schon angekommen und anerkannt worden. Nur haben dann findige Juristen einen Trick vollzogen, indem sie während meiner rechtswidrigen Inhaftierung eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ins Leben gerufen haben, die ermöglicht hat, dass die Mitgesellschafterin in Anführungsstriche eben in dem Prozess beteiligt sein muss. Das heißt, meine Ex-Frau hätte mit beteiligt sein müssen, was natürlich aussichtslos war, da sie sich während meiner Inhaftierung über eine Kreditkarte von Dritten bedienen konnte, die von den Lobbyisten der Industrie gestellt wurde. Und die Staatsanwaltschaft hatte große Freude daran, während meiner Haftzeit die Geldflüsse zu überprüfen. Von daher sind die Sachen sehr klar und eingeleitet. Ich kann mich relativ zurücklehnen, was die Sacharbeit angeht. Die wissenschaftliche Publikation ist raus. Dazu gab es überhaupt keine Diskussion von der Industrieseite her. Das Einzige, was sie unternommen haben, war auf dem Weg, als ich zurückgeflogen bin von Brüssel nach Frankfurt, dass sie den Provider in Nigeria gestört haben. Bei dem Provider waren die Daten hinterlegt, die Originaldaten, die zu dieser wissenschaftlichen Publikation geführt haben. Es hat 2 Tage gedauert und dann wurden die Daten wieder neu aufgeschaltet bei einem anderen Provider. Mehr gab es da nicht zu tun für die Industrievertreter.
Von daher ist alles im grünen Bereich. Gentechnik ist für die Industrie so weit abgeschrieben, dass sie sagen heute, wir haben was Besseres, wir haben was Neues und das nennt sich CRISPR. Und dort werden ganze Gensegmente eben verpflanzt, verfrachtet, neu eingebaut. Das ist eine sichere Technologie, sehr vielversprechend und beherrschbar. Und der Vorteil davon, den sie sich versprechen, ist, man braucht es nicht zu kennzeichnen, weil es hat mit Gentechnik nichts zu tun. Das ist das, was in Zukunft kommt. Ich freue mich schon drauf, weil es ist nach Aussage von Wissenschaftlern derselbe Mist, den sie in der Vergangenheit auch vollführt haben. Und ich warne heute schon davor, dass Leute da viel Geld investieren. Das können sie gleich sein lassen. Sie werden es auch da verbrennen. Ich freue mich schon auf diese Technologie, weil langsam sind wir geübt im Umgang mit neuen Technologien, mit Risikotechnologien, die eine Querschnittstechnologie sind. Und man kann sich vorstellen, wenn ich in Deutschland als Leuchtturm auserkoren bin, um eine neue Technologie in Europa zu etablieren, so war das. In Amerika hat man es gemacht einfach. Dann kam man nach über Helmut Kohl. Ursprung war George W. Bush in den USA. Dem hat man die Technologie erklärt an der Iowa State University. George W. Bush hat es Helmut Kohl erklärt, wie toll das alles ist, dass alles dasselbe ist. Keine großen Risiken bestehen. Helmut Kohl hat die Technologie gefördert, hat sie in sein Parteiprogramm aufgenommen, Förderung der grünen Gentechnologie. Und dann haben die Amerikaner jemand gesucht, der das schafft, die Leuchtturmfunktion zu übernehmen, um diese Technologie in Europa zu etablieren. Das war ich. Und wenn an dem Leuchtturm auf einmal die Lichter ausgehen, kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet. Dann gibt es Schiffbruch. Und ich bin dankbar dafür, dass ich Leuchtturm sein durfte. Ich nehme auch meine Funktion als Leuchtturm wahr. Ich weise halt in eine andere Richtung. Das steht mir zu. Und ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Auftrag bekommen habe, weil das ist wirklich lebenswert, so ein intensives Leben zu führen, nachdem man alles, was man hatte, loslassen musste, in Freiheit zu leben, frei sprechen zu dürfen, zu wissen, worum es geht und sich jeden Tag im Spiegel betrachten zu können. Ich kann Ihnen sagen, es gibt für mich nichts Schöneres. Nach all dem, was ich durchgemacht habe. Dankeschön. 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 Vielleicht weiter zum Urs Hans noch gerade anschließend, weil es auch zum Thema ist. Wir haben ja auch in der Schweiz haben wir einige Probleme, die du kennst, die ich habe immer gedacht, in der Schweiz ist doch Gentechnologie und Genmais und das ganze Zeug, Weizen und alles, ist doch verboten, darf doch nicht angepflanzt werden. Ja, dann trifft man den Urs Hans und muss sagen, nee, es wird halt doch. Und wir haben hier Universitäten, die forschen das Ganze. Also soll der Urs Hans mal selber vielleicht die Begebenheiten heute in der Schweiz erklären? Ja, guten Abend miteinander. Es ist ja so, Gottfried Glöckner habe ich kennengelernt in diesem Kampf gegen Gentechnologie. Ich habe, wie gesagt, damals hatte ich ihn nicht gekannt, aber ich kann von uns sagen, wir haben eine der größten Demos organisiert im Strickhof gegen die Weizenfreisetzung, damals 0, also das war 02, 03 und 04 habe ich dann diese Demo organisiert. Und hört man nicht? Okay. Also, ja, fressen muss ich es fast. Also,
Also, wir waren dann am Organisieren und ich habe mir gesagt, wir müssen da kompetente Leute einladen und der Glöckner gehörte damals nicht dazu. Ich habe mir gesagt, ich muss, Percy Schmeiser war damals bekannt in der Schweiz, also ein kanadischer Bauer, dem es passiert ist, dass er eben Raps angebaut hat und der wurde kontaminiert mit Monsanto-Raps und er wurde dann eingeklagt, er hätte Monsanto-Raps und der Raps war ja patentiert. Schlussendlich einfach als Nebensatz, die ganze Gentechnologie, der einzige Zweck der Gentechnologie ist, das Saatgutgeschäft zum Lizenzgeschäft zu machen, damit andere verdienen, wenn wir Bauern arbeiten. Das ist eigentlich der ganze Schlüssel, deshalb wird es gemacht. Sonst würde keiner einen Dollar investieren. Und ich hatte dann René Van Acker eingeladen, ein Professor, der damals Zeuge war beim Prozess in Kanada, Percy Schmeiser, und weitere Referenten. Und mir kam dann zu Ohren, dass das in Deutschland so eine komische Geschichte gibt mit einem Bauern. Ja, aber sei dubiose Geschichte, hat noch irgendwelche, sei eingeklagt wegen Familiengeschichte und so. Ich habe dann recherchiert und wir haben uns kurz vor der Veranstaltung in München getroffen, weil ich war damals oft bei Demonstrationen zugegen in Deutschland gegen Gentechnologie. Und damals hatten wir uns bei Gudrun Schweißfurth in der Küche getroffen, vor dem Anlass damals und nach dem Anlass. Und dann hat er eben auch referiert, was bei ihm passiert ist. Und ich habe ihm gesagt, und du musst das in der Schweiz den Schweizer Bauern erklären. Und so hat er dann noch Bedenkzeit ausbedungen und irgendwann nach 14 Tagen hat er sich gemeldet und gesagt, ich komme. Und die Reaktion bei uns war dann, bei den NGOs, nein, den kannst du nicht einladen. Ja, der hat noch ein Strafverfahren am Hals, stell dir mal vor. Und weiß ich was, habe ich gesagt, aber mich interessiert nicht das Strafverfahren. Ich will wissen, was auf dem Hof passiert ist. Und der Rest kann man sich dann ausmalen, je nach Typ, oder? Und schlussendlich hat er dann geredet an diesem Anlass und es stand dann in der Bauernzeitung, das ist die vorsichtige Verbandszeitung, da ist dem Redaktor etwas durchgegangen, in solchen Lettern stand geschrieben, tote Kühe wegen Genmais, im Schweizer und in der Verbandszeitung. Und die andere Zeitung, Schweizer Bauer, hat auch berichtet. Und ich meine, das hat sehr viel zur Meinungsbildung beigetragen. Und eigentlich die Kundgebung hatte ich organisiert, im Hinsicht auf das Moratoriumsabstimmung im 2005. Und das hat sehr viel Aufsehen erregt damals. Und die Bauern begannen sich auch zu überlegen, was überhaupt. Wir haben vorher viel gehört, auch von Herrn Ganser, dass uns sehr vieles nicht bewusst ist. Und ich muss euch einfach noch erklären, ich habe irgendwann die Landwirtschaftsschule besucht und zwei Jahre später, ich habe gelernt, wie man Dünger einsetzt, wie man Pestizide einsetzt und irgendwie hat das bei mir nicht so funktioniert. Ich hatte Krankheiten im Stall und ich habe begonnen, die ganze Geschichte zu hinterfragen. Und zwei Jahre nach der Landwirtschaftsschule, was ja eigentlich eine Gehirnwäsche ist, und das, ich würde sagen, generell in der Schule passiert das so, auch vor allem an den Universitäten heute, die gesponsert werden. Und ich habe dann entschieden, aufzuhören und mit biologischem Landbau anzufangen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie man dann sozial ausgegrenzt wird. Dann erlebst du erst, dann musst du dir selber die Gedanken machen, wie er ganz vorher gesagt hat. Dann bist du auf dich selbst gestellt und dann fragst, ich brauchte 10 Jahre zu begreifen. Ich habe anderen Nachbarn geholfen beim Betonieren, weil ich habe auch meine Gebäude meistens selbst gebaut. Aber wir konnten dann, ich habe anderen geholfen. Wir haben über Frauen, über Militär, über das Wetter diskutiert, aber über Landwirtschaft konnten wir nicht diskutieren, weil die wussten, ich mache etwas anders. Und sie haben was anderes gelernt. Also das ist fast tabu. Also ich musste dann lange begreifen, wieso dass die anderen so Mühe haben, wenn sie mir mit der Feldspritze entgegenfahren und wissen, ja, ich habe eigentlich auch recht gute Erträge, gute Durchschnittserträge über die Jahre dann. Aber irgendetwas macht er falsch, oder? Und deshalb sind wir immer noch erst 10-12% Biobauern in der Schweiz. Und von der ganzen Kontamination und jetzt mit Gentech, da wollen sie ja Probleme lösen mit dem Einsatz von Pestiziden. Das ist eine Strategie, um
mehr Pestizide anzuwenden. Das sieht man jetzt in Südamerika. Und das ist die ganze Geschichte. Also so bin ich reingeschlittert. Und dann war noch die ganze BSE-Geschichte, wo ja eigentlich in England und in der Schweiz, in allen Gebieten, wo die Dasselfliege hätte ausgerottet werden sollen, wurden dann Insektizide auf den Kühen, auf den Rücken geleert. Und das ist die Ursache von BSE. Das ist eine Nervenschädigung und das war nie, hat nie etwas zu tun gehabt mit der Verfütterung von Fleischmehl. In England wurde seit 1920 Fleischmehl verfüttert. Und da musste eine schöne Geschichte herhalten, wie die Geschichte von Golf von Tonkin, da kann ich mich erinnern, Torpedoangriff auf ein amerikanisches. Das ist mir geblieben und das war der Beginn des Vietnamkrieges. Das hat mich zurückerinnert. Und bei BSE war es, ich musste eine schöne Geschichte her, also da kam die Schafkrankheit Scrapie, ist über das Verfüttern von schlecht produziertem Fleischmehl übergesprungen auf die Bovinen, auf die Rinder. Und diese Prionen sind so gefährlich, dass das auch auf den Menschen überspringen könnte und da könnten 100.000 Engländer sterben. Nichts ist passiert. Die Angstpropaganda hat funktioniert und tausende Rinder wurden totgeschlagen und in der Schweiz wurden auch ganze Bestände niedergeschlagen, obwohl nur jeweils ein, zwei Tiere krank wurden. Da müsste man sich überlegen, war das vielleicht ein Side-Effekt von einem Einsatz von Nervengiften? Das waren dieselben Nervengifte, Organophosphate, welche Saddam Hussein gebraucht hat gegen die Kurden. Also ganz billige, dreckige Nervengifte. Und da habe ich mir halt immer mehr so Gedanken gemacht, was so abgeht. Und später kam dann noch eben bei uns die Geschichte mit den Zwangsimpfungen. Wir hatten eine Zwangsimpfung 8 Jahre lang gegen Rauschbrand und im Jahr darauf sind uns, also über den Winter, sind uns ein Drittel der Kälber kaputt gegangen. Wir waren total auf uns selbst gestellt, mit Tierarzt gesprochen und sagten, nein, das ist alles getestet. Und schlussendlich haben wir gemerkt, nichts ist getestet. Und jetzt bezüglich Gentechnologie müssen wir uns vorstellen, wir denken in der Schweiz, wir haben ein Moratorium, wir haben ja dann Erfolg gehabt, das war eine Erfolgsstory, das Moratorium, das wir noch haben. Aber das erstens kam es nicht von selbst und in der ETH oben sind die allermeisten Forscher arbeiten für Gentechnologie. Da hat es ganz wenige, die Risikoforschung betreiben. Gottfried Löckner hat Angelika Hilbeck erwähnt. Die kenne ich seit dieser Kundgebung dort. Und das sind ganz wenige Leute, die überhaupt Risikoforschung machen. Und die anderen arbeiten alle für das World Food System. Und das ist eine Zentrale, ein Brückenkopf ist Zürich, die ETH. Muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und die Mittel, die kommen vom Nationalfonds. Und die haben unendliche Forschungsmittel. Und die Freisetzungsflächen, die wir jetzt haben am Reckenholz, das ist... Die kommen immer mehr unter Druck, weil die ETH hat Forschungsgelder und die landwirtschaftliche Forschungsetat, der wird jedes Jahr gekürzt. Und deshalb gibt es immer weniger vernünftige Forschungssaatzucht in der Schweiz. So ungefähr den Bogen. Und ja. Dankeschön. An dieser Stelle möchte ich eine Brücke machen zum Thema von Daniele Ganser. Und zwar höre ich hier immer, wir sind hier in der Schweiz, Neutralität, Souveränität und so weiter. Aber an beiden Enden, sei das die Landwirtschaft, wir haben Monsanto Syngenta hier in der Schweiz als Headquarter. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die NATO. Hier in der Schweiz mit die UNO, mit einem Quarter hier. Was ist an der Schweiz neutral? Wieso haben wir alle diese globalen Player hier in der Schweiz und von hier aus auch über die Banken? Das Geld wird auch sehr viel von hier gesteuert. Was ist die Schweiz in diesem ganzen Spiel? Schließlich sind wir seit ca. 150 Jahren nicht mehr in Kriege verwickelt gewesen, fast als einziges Land, vor allem auch in Europa. Und da müssen doch Gründe dabei sein. Wieso wurden wir im Zweiten Weltkrieg nicht angegriffen? Hat es was mit der Finanzierung zu tun? Oder eben mit dem Verteilen von verschiedenen Giften, auch die im Krieg eingesetzt werden? Könnte das sein? Wie siehst du das? Ja, ist gerade eine ganze Serie von brisanten Fragen. Ich würde jetzt mal so sagen, wir müssen uns sicher, und da bin ich mit euch zwei völlig einig, wir müssen uns
klar sein, dass wir auch in der Schweiz oft einfach geschlafen haben. Also wir haben einfach geschlafen und das ist typisch, wenn es einem sehr gut geht. Wir sind reich, wir trinken Wein, der Fernseher läuft. Es gibt kein Problem, oder? No, es gibt Gentechnologie, okay. Es gibt die Partnership for Peace, okay. Wann kommt Tatort? Oder das ist so ein bisschen der Zustand, in dem wir sehr, sehr lange gewesen sind. Und ich denke, man soll sich selber auch nicht verurteilen. Also ich kenne diesen Zustand von mir auch. Oder man, manchmal ist man faul. Und so richtig faul. Und ich denke, das ist so eine Wohlstandssituation, wo man wirklich einfach nur noch konsumiert und sich wenig Gedanken macht, was sind das für Kreisläufe. Aber, und das möchte ich auch sagen, wir sind trotzdem, und das hast du richtig gesagt, ein Land, das seit 150 Jahren nicht in Kriege verwickelt ist im Sinne, und da muss man jetzt differenzieren, dass wir Soldaten ins Ausland schicken oder dass wir bombardiert wurden. Es gab im Zweiten Weltkrieg kleinere Bombardierungen in Schaffhausen, aber war ein Fehler und so. Aber ich meine einfach, das ist auch eine Qualität, die wir in der Schweiz haben. Oder wir haben mutige Menschen, die sagen, hey, Moment, das funktioniert nicht, ich will das nicht, dann gehe ich in den biologischen Landbau. Also ich muss selber sagen, ich fand beide Referate, das kurze nur und das lange von dir, sehr, sehr wertvoll, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke und trotzdem klingt es so vertraut. Also das ist das Interessante. Also ich habe irgendwie wieder das Gefühl, scheinbar kann jeder einen ganz anderen Weg gehen und er hat ähnliche Momente. Also ich würde mich eben dem auch anschließen, was du, Gottfried, gesagt hast. Auch wenn das schwierig ist, dieser Weg, ich hatte es mit meiner 9-11-Forschung, was du jetzt eigentlich mit deinem Hof hattest, meine 9-11-Forschung hat auch eigentlich geblutet, muss ich so sagen. Nicht so direkt, aber es war schwierig, ich kann es einfach so zusammenfassen. Und jetzt im Rückblick muss ich auch sagen, ich möchte es nicht missen. Und so wäre für mich eigentlich das Fazit, dass man eben an diesen Herausforderungen wirklich die Qualität sieht. Im Moment sieht alles wie eine Niederlage aus und man verliert und die Fälle schwimmen den Bach runter und später sieht man, zum Glück sind die weggeschwommen, da ist was ganz Neues entstanden. Also das ist eigentlich das, was ich gelernt habe und ich dir zugehört habe, wie du gesagt hast, wie er das organisiert hat am Küchentisch und dann angefeindet. Und also ich bin jetzt eben auch schon lange ein Freund von biologischer Landwirtschaft und ich bin schon lange gegen Gentechnologie, aber ich wusste diese Details gar nicht, die ich heute gelernt habe. Und ich hoffe einfach, dass immer mehr Menschen aufwachen und friedlich aufwachen, weil was wir sicher nicht brauchen, ist eine neue Gewaltwelle. Dankeschön. Schönes Wort. Ist ein Applaus wert. Ja. Was ich vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, vielleicht eher meinte, was hat die Schweiz politisch, hintergrundpolitisch für eine Rolle, dass alle diese wichtigen Firmen, Geldinstitute, alles hier in der Schweiz standhaft ist? Könnte das ein Grund sein? Es sind nicht einfach die friedlichen Schweizer, weil vor 150 Jahren waren wir eines der brutalsten Völker und Söldner in ganz Europa. Also was ist geschehen? Was haben wir für eine Macht in die Hand bekommen, damit das nicht mehr so ist? Also da muss man einfach so wirtschaftsgeschichtlich sehen, dass wenn ein großer Konzern einen Hauptsitz sucht, oder eben Syngenta in Basel den Hauptsitz, dann sucht er verschiedene Dinge. Er sucht in erster Linie eine gute Infrastruktur. Eine gute Infrastruktur bedeutet, es braucht gute Flughäfen, es muss sozusagen gut erschlossen sein, Züge, das alles, das braucht es. Das ist wie eine Checkliste, die ein Konzern dann durchgeht. Der zweite Punkt ist, dass man politische Stabilität sucht. Also man baut eben keinen Hauptsitz in Bagdad oder in Damaskus oder in Kabul, das ist ganz klar. Und nicht, weil der Flughafen nicht gut ist, weil die politische Stabilität ist nicht gut. Und dann drittens muss es ein attraktiver Ort sein, weil die Top-Kader eben auch gerne dort dann ihre Familien ansiedeln, ihre Kinder in die International School bringen etc. Ich bin ja in Kontakt mit solchen Leuten und zwar zur Genüge. Ich war ja auch 2 Jahre beim Think Tank Avenir Suisse, der wurde von UBS, Credit Suisse, Nestle, Novartis, eigentlich die ganzen Blue Chips haben den gesponsert, die Leute gingen aus und ein und ich kenne die und ich denke, wir dürfen nicht einfach in diese Idee reinkommen von, die sind alle böse. Das dürfen wir nicht, sondern wir müssen versuchen, den anderen zu verstehen. Das ist auch das, was ich immer erkläre. Wir dürfen nicht in einen Anti-Amerikanismus reinkommen, weil ich habe es einfach gemerkt, dass gewisse Leute gesagt haben, ja, jetzt hängt doch den Cheney endlich, oder so vom Gefühl her. Und ich habe gesagt,
Leute, das ist eben, das Leben ist heilig. Die Kühe sind doch heilig. Das hat mich so berührt, dass ich das bei dir gespürt habe, wie du gesagt hast, was meine Kühe gestorben sind. Da habe ich gemerkt, das ist nicht richtig. Und das sehe ich auch bei dir. Der Respekt gegenüber dem Leben, das ist eigentlich das, was uns hier auf dem Podium vereint. Und ich denke, diesen Respekt vor dem Leben müssen wir weitertragen. Und das bedeutet auch, wenn wir uns mit Großkonzernen auseinandersetzen, müssen wir wissen, es sind dort Menschen drin, das sind lebende Organismen. Es gibt dort sehr viel Schlafwandler, würde ich jetzt die nennen. Ich sage jetzt mal Lockheed Martin oder Raytheon oder das sind die ganzen Rüstungskonzerne. Ich meine, was ist der Leistungsausweis von diesen Leuten? Und da gab es einen guten Filmausschnitt, den ich vielleicht noch kurz erwähnen darf. Der amerikanische Filmemacher Michael Moore ist zur Rüstungsindustrie gegangen und hat dann eigentlich darüber gesprochen, dass in amerikanischen Schulen ja manchmal Amoks passieren, dass Schüler also mit Waffen in die Schuhe gehen, andere Schüler und die Lehrer erschießen. Das ist einfach eine Tatsache. Und dann hat er mit den Eltern gesprochen, und zwar am Arbeitsplatz. Und dann hat der eine Vater eben bei, ich glaube, Lockheed Martin gearbeitet, eine ganz große Rüstungsfirma, und Michael Moore gefragt, dürfen wir mit Ihnen das Interview machen, während Sie hier vor dieser Rakete stehen, die Sie bauen, oder diesem Panzer? Und hat gesagt, klar. Und dann ist also dieser Familienvater vor diesem Panzer gestanden und hat erklärt, wie abscheulich er es findet, dass die Schüler Gewalt einsetzen, weil es sei doch einfach völlig falsch, Gewalt einzusetzen. Und Michael Moore hat hier eben den guten Drive, dass er sagt, ja, aber die Gewalt ist ja hier ziemlich in der Nähe. Und er hat dann irgendwie gesagt, ja, wo ist sie denn, oder? Der hat das völlig getrennt. Und da muss man eben verstehen, es war nicht ein böser Mensch, sondern es ist für mich, vielleicht ist das jetzt gerade der Zustand meiner Forschung, ich sehe immer das Gefühl, da fehlt es einfach an Achtsamkeit. Ich konnte wirklich sehen, wie der schlafwandlerisch vor seiner Rakete gegen Gewalt spricht und aber jeden Tag 8 Stunden seiner Arbeitszeit und seiner Kraft für etwas investiert, wo ich sagen würde, denk darüber nach. Genau, das ist eben der Punkt, dass jeder ja die freie Entscheidung hat, was er tut. Ich habe damals aus dem Bauch raus die Angebote von Syngenta abgelehnt. Metrischer, Immobilie, Geld, Urlaub, Arbeitsplatz. Das war die Reihenfolge, aus dem Bauch raus. Dann bin ich nach Klagenfurt eingeladen worden, dann habe ich gesprochen, weil ich angefragt wurde. Hat mein Bauchgefühl gesagt, das, was du jetzt machst, das gibt riesen Ärger. Ja, die inneren Organe haben sich verkrampft, der Körper ist aufgegast, nichts funktioniert mehr. Die Knöpfe vom Hemd wären bald weggeflogen, so ist es losgegangen. Nächste Veranstaltung in Graz. Das war der erste Rohrkrepierer, wann kommt der nächste? Kronenzeitung, groß getitelt. Und ich wusste, es gibt riesen Ärger, aufs Bauchgefühl nicht mehr gehört. Dann kam der ganze Druck drumherum, Bauchgefühl weg, alles weg, eingesperrt, Gefängnis, Gefängnisentlassung, Bauchgefühl wieder da, aus Bauchgefühl gehört, alles wieder in Ordnung. Braucht seine Zeit, bis sich das einpendelt, 10 Jahre, die gehen jetzt so spurlos vorüber, aber der Körper kriegt das hin. Und jetzt ist eben die Situation, nachdem die wissenschaftliche Publikation draußen ist, die Sachen belegt sind, dokumentiert sind, zusammengefasst sind, dass ich jetzt hergehen möchte und möchte verstehen, was hat die Justiz gemacht. Es ist nicht die Justiz, es ist nicht das Landgericht, es ist nicht das OLG, es ist nicht das Bundesgericht, sondern es sind einzelne Leute, die dort tätig sind. Genauso wie in der Industrie, genauso wie woanders, die eben sich kennen, Anwälte, Zirkel, die Richter kennen und die sagen, so muss das ausgehen. Und ich möchte es eben verstehen. Und deshalb möchte ich auch meiner Ex-Frau die Last nehmen, diese Falschaussage vor Gericht, soll sie nicht mitnehmen bis ins Grab. Sie soll davon befreit werden. Und dazu gehört Klärung. Die Klärung kann nur der machen, der vorher für Unklarheit gesorgt hat. Es geht nicht um mehr und nicht um weniger. Es geht einfach darum, dass Klarheit, dass ich verstehe, was gemacht wurde und dass Leute verstehen, dass es so einfach nicht geht. Man kann mich nicht einsperren für eine Vergewaltigung in der Ehe, die nicht stattgefunden hat, mich dann entlassen als Tatleugner, sagen, das ist alles schiefgelaufen, sorry, hat so nicht stattgefunden, aber es war mal gut für dich. Kein Eintrag im Führungszeugnis, ich arbeite heute im Sicherheitsbereich vom Flughafen Frankfurt-Rhein-Main,
International Airport. Und mir geht es jetzt darum, einfach diese Sachen zu klären, gerade zu ziehen, damit auch meine Kinder wissen, was eigentlich in Wirklichkeit war und wie das aussieht und damit dann auch dort Friede einkehrt. Und das ist die Zielsetzung. Es sind nicht alle, es sind Einzelne, die irgendwas gemacht haben, aus irgendwelchen Interessen heraus. Das kann man auch wieder umkehren. Und das ist jetzt genau der Punkt, an dem das stattfinden muss. Fertig. Willst du auch noch was dazu sagen? Ja, ich denke, also ich habe bei dieser ganzen Geschichte gelernt, es geht in erster Linie einfach um Kommunikation. Das fängt in der Schule an. Und wir haben jetzt nicht über die Medien spezifisch geredet, aber was wir natürlich erlebt haben, also ich kann auch sagen, ich war ja 8 Jahre im Kantonsrat und wir waren recht aktiv und ich war bei den Grünen und wir haben dann Vorstöße gemacht. Aber immer wenn es um landwirtschaftliche Anliegen ging, dann habe ich natürlich mit der SVP zusammen und als diese Blauzungengeschichte kam und als immer mehr Bauern meldeten, dass sie Schäden hatten, da hat man dann gesehen, wie die SVP eben doch in das System extrem eingebunden ist und die Bauern hatten Angst, sich zu wehren, weil es ging gegen die Interessen der Wirtschaftspartei SVP. Und wir haben schlussendlich schon auch Vorstöße dann durchgebracht und es wurde dann immer klarer, es gab extreme Schäden. Ich habe dann zum Beispiel einen Riesenanlass auch organisiert, wo da kamen Landwirtschaftsschule, die waren noch nie so voll, weil ich habe die Landwirtschaftsschule angefragt, die Bauern haben Schäden. Können wir einen Anlass machen, sagt der Direktor, ja, das stimmt, das ist eigentlich sogar unser Auftrag. Dann habe ich zusammen mit einem milchwirtschaftlichen Berater den Auftrag gekriegt, einen Anlass zu organisieren. Und ich habe natürlich, wie ich gewohnt bin, ich habe auch internationale Referenten eingeladen, zum Beispiel einer aus Deutschland, der betroffen war von der Blauzungenimpfung und große Schäden hatte. Und das Amt hat dann gedacht, die haben gedacht, ja gut, da gehen wir nach Wülflingen mal, und sagen den Bauern, wo Gott hockt. Oder? Und es war dann aber umgekehrt. Wir haben es recht gut organisiert. Fernsehen war da, Radio, die Chefin musste Interviews geben. Und das Beste ist mir geblieben, eben die haben ihre Kommunikation alle in der Tasche. Und ich habe gemerkt, wir müssen eigentlich die Bauern reden lassen. Wir müssen ihnen Zeit geben, 5 Minuten, dass jeder seinen Fall erklären kann. Und das war das Spannendste, was passiert war. Die hatten ihre Zeit, haben sehr gut sie waren eben aus der Betroffenheit, haben die geredet. Und das Beste war der Rees Peter, der hat begonnen, hat gesagt, ja, ich habe gesehen, dass diese Zwangsimpfung kommt. Ich habe mir gesagt, das musst du dich reinschicken und musst das machen, weil das ist eine gefährliche Krankheit und weiß nicht was. Aber es sei dann so gelaufen, am nächsten Tag nach der Impfung sei eine Kuh krank geworden. Und da hat der Tierarzt telefoniert. Der Tierarzt hat die Kuh untersucht, weil der Schaden, das entwickelt sich natürlich, das schlägt auf die inneren Organe und so weiter. Und da sieht man nicht, der Tierarzt kann nicht sofort feststellen, was der Grund ist. Auf alle Fälle hat der Tierarzt gesagt, auf Schweizerdeutsch, die Kuh hat nichts. Und dann sagt er ganz lakonisch in dem Saal, wo die Pumpe voll war, sagte, und am nächsten Tag ist die Kuh an nichts gestorben. Ich kann euch sagen, das war still wie eine Kirche. Und jeder Bauer, der Schäden hatte, wusste dann, aha, ah, der hatte auch Schäden. Und 5 Bauern haben der Reihe nach erklärt, was für Schäden sie hatten. Massivste Schäden. Nur schon im Kanton Zürich. Und die Frau Kantonstierärztin, die musste zu jedem Fall Stellung nehmen. Und sie sagte jedes Mal, ja, sie hatte St. Gallerin, oder? Ja, das ist ein dramatischer Einzelfall, aber insgesamt haben wir kein Problem. Das ist Kommunikation pur und das hat sie auswendig gelernt. Sie wusste nicht mehr zu sagen. Schlussendlich hat man mir, also ich musste Interviews geben und könnt ihr euch mal vorstellen, wie die mich heute liebt oder lieb hat. Also wir sind da immer noch im Fokus, oder? Und mir hat man zugetragen, die hätte dann irgendwann Tränen gehabt in den Augen draußen. Also die wusste nicht mehr, das System hat nicht mehr funktioniert, weil die Bauern ehrlich geredet haben. Und das müssten wir mehr haben, ehrliche Rede. Ja. Und die ganze Geschichte, das ist, Herr Ganser hat jetzt immer von Kommunikation oder von den Kriegen und Strategien, das ist die
heutige Kommunikation, das kannst du lernen in Luzern. Du kannst Kommunikation lernen, dann lernst du, wie man lügt. Das ist die Geschichte heute. Also wir sind, nicht, dass ich das verherrlichen möchte, aber ich bin mal noch in die Sonntagsschule gegangen. Und irgendwann hat man gelernt, du sollst nicht lügen, oder? So viel ist geblieben. Aber heute lernt man das Gegenteil, das kann man studieren, das Lügen. Und deshalb ist unsere Gesellschaft so krank. Und probier mal einfach gerade hinaus zu sagen, was du denkst. Ich meine, du hast sofort eine Reaktion. Und das ist sehr kraftvoll. Und wie gesagt, also das ist dieser Anlass, das hat natürlich dann extreme Folgen gehabt. Hat im Kantonsrat auch relativ viel bewegt. Und wir haben dann, der Kantonsrat hat Mehrheit, also die Mehrheit hat beschlossen, auf unseren Vorstoß, dass wir eine unabhängige Kommission vom Veterinäramt, unabhängige Kommission bilden, welche die Tätigkeit des Veterinäramtes beaufsichtigt und auch Akteneinsicht hat. Könnt ihr euch mal vorstellen. Wir hatten eine Mehrheit. Und jetzt, irgendwann kommt dann das Gesetz raus und da ist natürlich nichts mehr von unabhängig, weil das wäre das Schlimmste, was diesem Amt passieren könnte, weil das ist eine Blackbox. Ihr wisst gar nicht, also ich habe es erlebt, ich bin Kantonsrat, wir haben Gesetze erarbeitet, weiß nicht. Da kommst du und da gehst du auch wieder. Wenn die Grünen verlieren, dann sind sie weg. Und wenn die anderen verlieren, sind sie auch weg. Aber die Verwaltung, die bleibt. Und wenn du lobbyieren musst, von der Industrie her, dann musst du in der Verwaltung lobbyieren. Die haben zum Teil miteinander studiert, entweder gehen sie. Oder, und so trifft man sich und die Verwaltung bleibt. Und da muss man, also wir haben ein super demokratisches System, aber das wird total ausgehöhlt von diesen Mechanismen mit Lobbying, oder? Und da musst du nicht mal direkt schmieren, sondern die sind miteinander in die Schule gegangen, die haben miteinander studiert. Und dann ist die eine ist halt in der Industrie, der andere in der Verwaltung, da gibt es mal ein Telefon. Und dann wehrt sie, dann gibt es irgendwie Schäden. Also ich kann euch sagen, wir haben es ja immerhin, der Widerstand bei der Blauzung hat es geschafft, dass in allen lokalen Medien wurden dann von Schäden berichtet. Das war absolut neu in der Schweiz, dass es überhaupt Impfschäden gibt. Und die Leute, die wussten nicht mehr, was machen. Wir hatten eine Plattform, bauernverstand.ch, gegründet. Könnt ihr euch sagen, wir wurden genau observiert. Wir hatten Geheimtreffs in der Innerschweiz. Und da haben uns die Bergbauern erzählt, wie die Tierärzte die Viecher von der Alpen holen wollten und impfen wollten. Und wie die sich gewehrt haben, also kam mir vor wie fast zu Zeiten von Wilhelm Tell. Aber ich meine, diese Anlässe, das war für mich das Erholen. Wir waren immer im Stress, wir wurden bedrängt und weiß nicht was. Und das war das Erholsamste, was wir erleben. Wir haben so viel gelacht an diesen Treffen, weil da, also einer hat gesagt, und wenn ich nur 10 Franken bezahlen muss, ich gehe ins Gefängnis. Ich bezahle nichts. Und das, der war so entschlossen und schlussendlich haben wir erreicht, dass es eine Volksabstimmung gab, weil wir ein Referendum, also wir hatten ein Referendum gegen das neue Tierschutzgesetz organisiert und da haben Bauern Unterschriften gesagt, wie es noch nie passiert ist. Und schlussendlich hat es immerhin eine Abstimmung gegeben und das Bewusstsein haben wir in die Bevölkerung getragen, dass Impfungen Schäden verursachen. Und das ist bei der humanen Medizin genau dasselbe. Ich war zweimal jetzt in Kanada, in USA, im Frühjahr in San Diego. Da war ein Physician-Treffen, also meistens, das waren eigentlich normale Mediziner, die dann irgendwann zu Naturmedizin gewechselt haben, weil sie gesehen haben, irgendetwas stimmt nicht mehr mit unseren Patienten. Wir haben viele ähnliche Symptome, wir haben Autismus. Die Frau Senef, die hat das schon in Colorado 2 Jahre früher erzählt, wenn das so weitergeht, das geht so skyrocketing auf Autismus, dann ist im 2030 jedes zweite Kind ein Autist. So dramatisch ist die Situation und mein Auftrag sehe ich darin, darüber zu informieren. Und wir müssen ehrlich informieren, nicht die vorgekaute Kommunikation von den Konzernen und den Verwaltungen. Stellt euch mal vor, das Problem bei der Impfung war ja eigentlich, die Verwaltung hat es angeordnet, im Prinzip im Interesse der Industrie. Ja, deshalb ist die Verwaltung dann auf jeden Bauern los, hat gesagt, wenn du nicht impfst, dann streichen wir dir 20.000 Direktzahlungen. Wir haben in diesem Verfahren mindestens 110.000 Franken Direktzahlungsstreichungen miterleben müssen, mich tragen müssen, weil wir jetzt einfach, ich habe das Bio-Label verloren, ich wurde als Tierquäler verurteilt. Also wegen Impfschäden, die wir bei der anderen Impfung hatten. Also so weit geht's und wenn du dann irgendwann mal im Fokus bist, wir werden weitermachen, aber du lernst dann das System
von innen her kennen. Oder? Ich meine, ich habe das ja alles parallel miterlebt mit Gottfried Glöckner. Ich habe ja all seine Daten auf meiner Website, Public Eye on Science, damals geschaltet. Das war sonst niemand drauf. Aber ich hab das natürlich auch so als Fall, interessanten Fall, aber ich hätte miterlebt, aber ich hätte nie gedacht, dass es mir den Ärmel so einziehen will. Einfach weil wir zu den Schäden standen, die ganze Lobby leugnet. Die ganze Lobby. Und zwar, das sind die ganze Bundesamt für Veterinärwesen, die haben nur gelogen. Nur gelogen. Und das muss man zuerst mal verkraften können, weil eigentlich bin ich ein gutgläubiger Mensch und ich musste lernen, dass ich dann irgendwann mal halt enttäuscht werde. Und was heißt eigentlich enttäuschen? Das heißt, dass die Täuschung weg ist. Ja. Dankeschön. Ich habe nun von beiden Seiten auch ein Thema noch gehört und das sind die Medien. Ich denke, da kann man auch sagen, auf beiden Seiten wird eigentlich mit den genau gleichen Maschen gelogen und die Menschen in ein Unwissen reingezogen oder in Halbwissen gehalten, damit wir für Kriege stimmen, siehe Libyen in Deutschland oder Afghanistan nach 9/11 und so weiter, die Deutschen, die ja sagen, wir müssen in den Krieg. Und wenn wir zurückhören, da können wir Jahrzehnte zurückgehen, seit es die Ton- und Bildmedien gibt. Es gibt auch gute Zusammenschnitte auf YouTube, wo man hört, wie jeder Präsident immer wieder für jeden Krieg die genau gleichen Sätze braucht. Das Gleiche hier auf dieser Seite, wenn es um die Gentechnologie geht, seit Jahrzehnten wird uns gesagt, nee, das ist nicht gefährlich. Aber wie können die das sagen, wenn keine Langzeitstudien und Ergebnisse da sind? Also unmöglich. Also das mit den Medien ist auch jetzt noch meine nächste Frage zu Daniele Ganser. Und zwar, was mich persönlich noch interessieren würde, nachher würde ich auch gerne die Fragen rausgeben, aber was uns, glaube ich, alle interessiert, ist jetzt das Thema momentan, ist Syrien und auf der anderen Seite Russland, wo ganz, ganz viel Propaganda in den Medien gefahren wird und ich denke auch da sehr viel Falsches erzählt wird, gerade was Russland und Syrien anbelangt, begonnen mit der Krim schon. Wo auch gesagt wird, das seien völkerrechtliche, auch die Abstimmungen wurden gefälscht und, was aber nicht wahr ist, soweit ich informiert bin. Was sagst du zu dieser Propagandaschlacht, die da hin und her geht? Ja, also es ist sicher wissenschaftlich korrekt zu sagen, es ist eine Propagandaschlacht, weil die NATO uns eigentlich beliefert mit Medien, Produkten und die kommen in ganz verschiedenen Formaten. Also die kommen dann in der Tagesschau, die kommen im CVR10, die kommen im Tagesanzeiger, die kommen in der Basler Zeitung, die kommen in der Weltwoche, die kommen in der Rundschau. Sie haben ganz verschiedene Endlabels, ja, wenn Sie jetzt mal in Form von Labels denken. Die Medienprodukte haben alle ein Label, wie die Schuhe oder die T-Shirts. Aber sie ähneln sich extrem. Also sie können eigentlich die NATO-Medien systematisch durchschauen und sie sehen es immer das gleiche Feindbild, böse Russe, böse Muslim. Immer. Und zwar systematisch. Der böse Russe seit 1949, also Gründung der NATO, der böse Muslim vor allem seit 2001. Und jetzt haben wir einfach beide. Und die werden immer so wieder aus dem Hut gezogen. Und jetzt haben wir natürlich in Syrien das Paradebeispiel, weil der böse Muslim ist eben der halsabschneidende IS-Terrorist. Und der böse Russ ist natürlich der Putin. Und das haben sie wirklich systematisch, wenn man ihnen sagt, dann geht es also beim Halsabschneiden, dann geht es um die Todesstrafe. Ist das das Problem? Wenn man es systematisch anschaut, dann geht es ja um die Scharia, weil das ist im muslimischen Rechtssystem. Ja, um das geht es. Dann sagen wir, also gut, dann schauen wir das systematisch an, wo gibt es denn das? In Saudi-Arabien wurden auch 70 Menschen enthauptet. Dann pflegt man hier einen kritischen Dialog. Nein, denen haben wir gerade wieder Waffen verkauft. mit denen haben wir es bestens. Also Saudi-Arabien ist nicht so wichtig. Nur hier diese Kopfabschneider sind wichtig. Dann sagen wir, also dann gibt es gute und schlechte Kopfabschneider. Ja, die gibt es, oder? Und wenn man hier mal anfängt, selber zu denken, dann zerbricht die ganze Feindbildpropaganda.
Weil man kann auch, ich habe Freunde, gute Freunde, und die verwickle ich mich so in sokratische Gespräche. Das macht mir sehr Spaß. Und die sind immer noch meine Freunde. Aber die ein Freund, der hat gesagt, naja, aber jetzt, also da, die muss man bombardieren, die schlagen ja den anderen den Kopf ab. Sage ich, weißt du was, ich finde das auch falsch. Ja? Das Leben ist heilig, man soll niemanden köpfen, aber das Leben ist heilig, man soll niemanden bombardieren. Das ist meine Position. Und wenn man das eine gegen das andere ausspielt, ist eben der Trick. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich bin einfach dagegen. Ich sage, ja, gegen was bist du? Und dann habe ich gesagt, ich bin gegen die Todesstrafe. Ich habe gesagt, aha, ich auch. Da haben wir Konsens. Also ja, wir haben keinen Konsens. Ich finde, man sollte bombardieren. Du sagst, man sollte nicht bombardieren. Dann sage ich, ja, weil du immer die NATO-Medien liest. Dann habe ich gesagt, warum? Dann habe ich gesagt, ja, soll man alle Länder bombardieren, wo die Todesstrafe ist? Soll man den Iran auch bombardieren? Dann habe ich gesagt, ja klar, Iran auch bombardieren. Weil das ist auch NATO-Propaganda. Iran ist barbarisch, das soll man bombardieren. Dann habe ich gesagt, ja, und China, soll man China auch bombardieren? Die haben auch die Todesstrafe. Dann habe ich gesagt, aha, sind viele. Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, und die USA, die haben auch die Todesstrafe. Dann hat er gesagt, ja gut, aber die enthaupten nicht. Dann habe ich gesagt, gut, elektrischer Stuhl. Dann hat er gesagt, ja, das ist viel zivilisiert. Und aber hat er selber schon gemerkt? Hat er gemerkt? Ah nein, eigentlich nicht. Kurzum, wenn man die Propaganda durchgeht, dann wird es absurd. Man kommt auch zu diesem Begriff, der moderate Rebell, der enthauptet auch, aber das ist der Rebell, der mit der NATO zusammenarbeitet. Sag mal, moderate Rebellen, wie oft hat man denn das gelesen? Und das ist eben auch ein Begriff, der taucht auf. Was ist ein moderater Rebell? Niemand kann es genau sagen. Aber es ist einfach ein Guter. Mit dem kann man zusammenarbeiten. Wenn dann der seine Waffen dem Bösen gibt, der neben ihm liegt und auch rumschießt, dann ist ganz komisch, hätte man nie gedacht. Und bei den Russen ist es so, da fällt es vor allem auf bei der Krim-Berichterstattung, oder? Da sagt man, der böse Putin, der überrollt jetzt Europa. Also der krallt sich ein Land nach dem anderen. Und er hat jetzt mal mit der Krim angefangen. Da sage ich, ist das die Faktenlage? Die Russen haben 1990 den Deutschen ermöglicht, dass die DDR mit der BRD fusionieren konnte und dass Gesamtdeutschland Mitglied der NATO wurde. Die Russen haben ihre Truppen abgezogen aus der DDR und das Einzige, was Gorbatschow damals gesagt hat, ist, ich möchte aber keine NATO-Osterweiterung. Und haben die Deutschen und die Amerikaner gesagt, na klar, keine NATO-Osterweiterung, keinen Zentimeter werden wir die NATO erweitern. Und dann kam Polen Mitglied in die NATO, dann kam Rumänien Mitglied in die NATO, dann kam Bulgarien, dann kam Albanien, dann kam Kroatien, dann kam Estland, Lettland, Litauen. Irgendwann haben die Russen gesagt, geht's eigentlich noch? Und dann hat die NATO 2008 beschlossen, die Ukraine, die wollen wir auch noch in der NATO. Und dann hat Janukowitsch, der Präsident, gesagt, nein, ich will nicht in die NATO. Ja, der wurde gestürzt. Am 20. Februar 2014 haben wir Scharfschützen in Kiew, die runter in die Leute schießen, die töten Polizisten und Demonstranten. Ganz klar eine False-Flag-Operation. Falsche Flagge, so kann man jedes Land destabilisieren. Dann bringt man Poroschenko will in die NATO und am Schluss wird das verkauft mit, die Russen sind halt super aggressiv. Der Putin hat nur den Gegenzug gemacht. Also wenn Sie es als Schach sehen, eröffnet die NATO, schiebt die Bauern immer weiter nach vorne, das ist die NATO-Osterweiterung, dann schlägt sie die Dame fällt raus und dann zieht erst Putin den Gegenzug, damit sein König nicht fällt und er holt sich die Krim, weil dort hatte die Schwarzmeerflotte. Er hat auch in Syrien hat er Latakia, hat seine Stützpunkte, ja, das sind natürlich Militärstützpunkte und die Russen, das weiß man ja, das sind gute Schachspieler. Da sind wir auch ziemlich bescheuert, dass wir irgendwie das Gefühl haben, es ist so, wie es in der NZZ am Sonntag steht. Also ich habe die abonniert, ich bestelle die jetzt ab, ich halte es gar nicht mehr raus. Weil der Wissensstand, ich weiß auch nicht, was diese Journalisten machen. Was tun die eigentlich? Liebe Journalisten, die jetzt da zuschauen oder dieses Video mal sehen, ihr dürft euch gerne melden, wir helfen euch bei der Ausführung im Investigativen. Wenn ich dann sage, danke schön, investigativen Journalismus, was ist eigentlich eure Arbeit? Bitte erinnert euch daran, weil dann kommen wir an die Wahrheit. Alles andere ist, glaube ich, wirklich Augenwischerei, nichts anderes. Also ich danke vielmals für diese Antwort. Ich glaube, das ist auch im Buch übrigens, habe ich gar nicht gesagt. Aber ist das auch drin? Ja. Super. Ukraine ist auch drin und super. Ist alles drin. Also. Aber eben, ich finde jetzt diese Antwort, dieses bildlich gesprochene und gezeigte, wie die Propaganda funktioniert, wirklich eine der besten Erklärungen, die ich dazu mal gehört habe. Ich will vielleicht noch anfügen, also die Schweizer Propaganda, die habe ich dann auch erlebt, als ich an der ETH war. Ich war ja dort Senior Researcher mit Doktortitel
Und dann ist genau das passiert, was du gesagt hast. Wir arbeiten zusammen, es ist so. Und wenn du da ausscherst, dann gibt es eins, also wirklich vor den Bug geschossen. Und das war so verrückt, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt 9-11 neu untersuchen, der Einsturz von WTC-7 ist nicht geklärt. Gab es einen Aufstand, das können wir nicht machen, das ist ein Problem für die Schweiz oder ein Problem für dich etc. Also es war wirklich sehr, sehr schwierig, sich dann auch innerhalb der Universität durchzusetzen und zu sagen, das sind meine Forschungsresultate, von dem weiche ich nicht ab. Weil das ist dann schwierig, man kommt richtig unter Druck. Ja. Also ich möchte nur bestätigen, was du sagst. Es betrifft dann natürlich sofort das soziale Umfeld. Und zum Beispiel als Biobauer hast du dann gemerkt, dass du zum Beispiel nie mehr Pachtland kriegst, weil natürlich alle anderen schützen sich dann gegen einen, der das anders macht. Ja, ja. Und dann beginnen natürlich die Probleme. Da kommen die Existenzängste. Das ist natürlich. Das ist und dann das zweite, das nächste Stadium ist dann, dass sie sich persönlich fertig machen wollen. Der Ruf. Das ist Existenzängste dann, und Ruf. Ja, wir haben alle das Gleiche. Passiert, ich finde das so ein super Muster. Ich habe gehört, deshalb meine Reaktion, haben Sie gesagt, der hat Verfahren. Wir haben es noch nie getroffen, ne? Noch nie. Ich habe die beiden noch nie getroffen. Es ist einfach so. Ich wusste, er hatte Verfahren mal und all die NGOs, ich habe gesagt, schaut doch mal den Fall Glöckner an, da haben wir gewonnen. Da haben wir gewonnen, weil das war für mich so wichtig. Ein Praktiker kennt, er war, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, war er noch gar nicht sicher, auf welche Seite das er kippen will, weil er kam in Österreich, hatte Vorträge gehabt, aber eigentlich war er ein glühender Verfechter der Gentechnologie, weil er das alles gelernt hat und eigentlich, wenn es funktionieren täte, hätte er super Mais und der Maiszünsler hätte keine Chance. Aber dass der Maiszünsler und nicht nur der Maiszünsler verreckt, sondern der Monarchfalter in den USA, deshalb wurde BT-176 verboten, weil in den USA ist der Monarchfalter nachweislich eingegangen. Da war Angelika Hilbeck noch beteiligt bei dieser Studie. Und die haben, das ist der heilige Falter der Amerikaner, haben gesagt, nein, Gentechnik. Also dieser Mais wurde dann gekappt. Aber in Deutschland wurde noch angewendet und wurde nur gelogen. Ja, wird also, viel gelogen. Und ich denke wirklich, jeder muss das für sich eigentlich verantworten. Aber man... Eben, wir merken auch, wir kommen zum Teil an Grenzen, weil meine Frau sagt zum Teil, wieso müssen wir das alles selbst stemmen, weil das ist doch nur verlogen mit dieser ganzen Information. Jetzt will ich nur noch eins sagen bezüglich Kommunikation. Der beste Schachzug bei dem neuen Tierseuchengesetz war, wir müssen die Prävention, auch im Humanbereich, Prävention, ja das tönt so verdammt gut. Was heißt Prävention? Ich war damals an der Arena, weil wir hatten das Glück, weil wir das erstritten haben, dass die Abstimmung gab, oder? Dann hat der Chef vom BFED natürlich auch gesagt, ja, Prävention, das ist wichtig. Was heißt Prävention, habe ich damals schon gesagt. Ja, das heißt Impfungen. Ja, wir müssen vorsorgen. Ja, was heißt, wir richten Schäden an und nachher rollt der Rubel noch viel mehr, weil wir müssen die Leute ja krank machen. Weil ihr müsst euch gut ernähren, sauber ernähren, ohne Rückstände und Pestizide, wer legt denn die Rückstände? In der Verwaltung sagen sie, so viel Rückstände im Fließgewässer darf man haben. Aber wir haben immer zu viel Rückstände im Fließgewässer. Ja, das macht die Fische zu zwittern und die Menschen irgendwann auch. Ja, irgendwann müsst ihr aufwachen, sonst seid ihr alle zwittern. Bravo. Da übe ich mit der Schnecke. Super. Jetzt ist es leider schon wieder so weit, ich bekam das Zeichen noch 5 Minuten. Die Zeit gute rast. Diskussion mit dem Publikum. Unglaublich, unglaublich. Das ist eben auch Propaganda. Ich fand es eben jetzt auch unglaublich spannend. Also das ist wirklich ein Muster. Die Historiker erkennen gerne Muster. Das ist ein Muster. Man sieht ganz klar, wer erstens außerhalb vom Mainstream nachdenkt und aktiv wird, der hat Probleme. Ja. Das ist so. Ja. Aber wir haben auch Spaß, also das ist auch so. Genau, das ist ja das Wichtigste, dass die Probleme nicht überhand nehmen. Aber jetzt wirklich, wer hat noch eine Frage? Ich glaube, 2-3 Fragen, wenn die Redner hier sich kurz fassen, geht noch. Ich komme gerade mal zu euch, fange vorne an. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für den großen Mut. Und für die Perseverance, heißt auf Englisch, für das Dranbleiben. Ich glaube, ihr seid alle Väter auch. Ihr habt Verantwortung, ganz viel Verantwortung. Das ist, so wie ich das Ganze kenne, meistens auch lebensgefährlich, wenn man so laut ist. Ihr habt das konfrontiert und
Ich finde das unglaublich inspirierend für mich und ich trage das gerne weiter. Vielen herzlichen Dank. Kann ich mich nur anschließen. Wo war noch? Hier war noch einer. Völlig klar, ja. Die Frage, die ich hatte während des Vortrages, die ist beantwortet. Es war etwa 2-3 Jahre, bis die Kühe die Sachen gezeigt haben. Und dann nach 4-5 Jahren sind sie verendet. Okay. Hätte ich eine weitere Frage an Daniele Ganser. Mir ist mittlerweile klar, was... Also klar nicht, aber es ist einigermaßen... Du haltest, danke. Das geht doch viel besser so. Was ist mit dieser ganzen Geschichte, den Kriegen und diesem und einem und jenem? Man sieht es, dass Russland in den Krieg gezogen wird, früher oder später, mit der NATO zusammen. Was wird da China für eine Rolle spielen? Weil da läuft ja relativ viel zwischen China, Russland und mit dem Iran. Also diese Geschichte da. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Die Friedensforschung hofft natürlich, dass die deeskalierenden Kräfte auch auftreten. Es sind alles Atommächte. Die USA sind eine Atommacht, Russland ist eine Atommacht, China ist eine Atommacht. China ist nicht in direkter Konfrontation, sondern das, was wir jetzt sehen, ist eine direkte Konfrontation von amerikanischen Flugzeugen im syrischen Luftraum mit russischen Flugzeugen im syrischen Luftraum. Und das ist einfach brandgefährlich. Und da müssten wir eine klare Lageanalyse haben und nicht einfach Kriegspropaganda, Putin ist der Böse, sondern eine nüchterne Analyse, was sind seine Interessen, er möchte eben mit Gazprom Europa versorgen, das weiß jeder, der Champions League schaut, oder Gazprom ist immer die Werbung vor jedem Spiel, und zweitens möchte er seine Militärstützpunkte in Syrien halten. Klarer Fall, kann man ja auch mal so kommunizieren. Was möchten die Amerikaner? Sie möchten Assad stürzen, weil sie finden, Syrien ist ein Puppenregime aus Sowjetzeit und sie möchten die Gaspipelines mit Katar und Saudi-Arabien durchziehen. Aber wenn man das dann anschaut, merkt man doch auch, für das ein Atomkrieg, das lohnt sich doch nicht. Das lohnt sich doch nicht. Und darum ist Achtsamkeit gefordert. Ich komme immer wieder auf die Achtsamkeit. Und das Gute ist, übrigens auch im Buch beschrieben, die Kuba-Krise 1962, da war es auch mal ganz knapp. Die Russen haben Atomraketen bei Fidel Castro stationiert und Kennedy hat dann eine Blockade gemacht und da waren U-Boote, russische U-Boote im Pazifik, amerikanische Schiffe, die da waren. Die Amerikaner hatten schon die Bomben in der Luft mit den Atomwaffen drauf und die waren down in der Luft. Und die gehen sich so richtig ganz, ganz nahe, Auge in Auge. Und dann haben wir, also das ist vielleicht eine Hoffnung, aber dann geht es dann oft wieder einen Schritt zurück. Weil es ist mutually assured destruction, heißt das, MAD. Das heißt einfach, wenn in einem Atom, das heißt wirklich so, MAD. Das heißt so in der historischen Forschung. Mutually assured destruction heißt auf Deutsch übersetzt gegenseitige Totalauslöschung. Das ist, wenn zwei Atome nicht aufeinander losgehen. Das ist einfach der Ego-Showdown. Pure Wahnsinn. Ja. Ja. Weitere Fragen? Moment. Jetzt noch Sport. Zum Schluss, Susanne. Also wenn wir schon bei der Achtsamkeit sind, dann möchte ich darauf hinweisen, dass jeder Gedanke an Krieg, Krieg mit erschafft. Also wenn wir wirklich was ändern wollen, dann müssen wir anfangen, den Frieden oder das Positive ins Zentrum zu stellen. Das ist einfach das, was bei mir gerade so emotional anklingt. Weil es ist der ganze Abend, also jetzt neben den zwei Herren, also ich spreche jetzt Daniele Ganser an. Ja. Ich bin so ehrlich. Das, was ich fühle, ist sehr viel Aggression, jetzt nicht von dir als Mensch, sondern von der Aussage über die Worte. Und Worte haben Kraft. Und die Worte, die du wählst, sind dieselben Worte, die die ganzen Medien wählen. Und es ist deine Aufgabe, das zu hinterfragen. Das machst du gut. Aber was mir fehlt, ist die Lösung, damit umzugehen. Diese Betrachtungsweise, die Achtsamkeit ist die Antwort, aber du hast sie in dem Sinne jetzt, in Bezug auf Krieg, für mich nicht gezeigt. Also ich kann schon noch was zur Lösung sagen. Also das Wesentliche ist eigentlich, dass wir verstehen, Konflikte sind gut, Konflikte brauchen wir für persönliches Wachstum, aber wir sollten nicht den Konflikt mit Gewalt lösen. Und das habe ich eigentlich versucht zu zeigen, vielleicht ist es mir nicht so gut gelungen. Ich habe versucht zu sagen, die UNO-Charta drückt dieses Prinzip aus, weil sie sagt,
ein Land darf ein anderes Land nicht bombardieren. Das ist eigentlich das Friedensdokument für mich. Ja, es heißt natürlich, das würde dann erst bedeuten, dass zwischen den Staaten keine Konflikte sind, aber da wären wir schon sehr, sehr viel weiter, als wir heute sind. Und es ist richtig, was Sie sagen, man muss noch mehr über den Frieden sprechen. Es ist richtig. Also ich möchte dem nicht widersprechen. Das ist eine wahre Beobachtung. Man sollte noch viel mehr über den Frieden sprechen. Ich spreche viel über Krieg, das stimmt. Ich untersuche das und versuche herauszufinden, warum wir so angelogen werden, wie wir angelogen werden. Aber klar, irgendwann hat man es dann auch gesehen und dann hören Sie bitte jemandem anderen zu. Also ich mache ein bisschen den Kurs von, wollen Sie mal wissen, wie Krieg funktioniert, was Geostrategie ist, wie verdeckte Kriegsführung läuft. Wenn Sie diesen Kurs dann mal durchhaben, dann merken Sie, es ist eigentlich eine Kombination aus Lüge und Gewalt. Sie wollen dann nicht immer noch ein neues Beispiel, sondern es reicht dann. Dann wenden Sie sich dem Frieden zu. Schauen Sie, da gibt es sehr viele andere Autoren, andere Forscher, die wirklich von Friedensprojekten sprechen. Da gibt es ganz viele Friedensprojekte finde ich gut. Vielleicht mein Teil am Fließband ist jetzt der. Dankeschön. Auch Dankeschön an dich, das war eine berechtigte Frage oder Anmerkung. Ich sehe einfach in meiner Arbeit seit mehreren Jahren als Veranstalter und ganz viele Leute auf der Bühne gesehen, was verschiedene Themen anbelangt, und sehe, es braucht beide Seiten. Ich organisiere Sachen dann mit den Podiums, mit den Bühnen, wo sehr viel auch Negatives besprochen wird, aber damit wir überhaupt die Erkenntnis zum Guten erlangen können, braucht es die Aufklärung vom Bösen. Also wir dürfen nicht unterscheiden Gut und Böse. Es ist beides genau gleich wichtig, um Erkenntnis zu erlangen. Und darum braucht es Menschen, und ich bin äußerst dankbar, weil es ist auch für einen Menschen, wie ich glaube auch für dich, nicht einfach, sich mit diesen harten Tatsachen, Bildern, du hast gesagt, geht mal Napalm. Ich habe gesagt, tu das nicht. Genau. Tut das nicht. Also verschiedene Bilder, die wollt ihr nicht sehen. Ja, man sollte über Text und nicht über Bild sich mit Krieg und Terror befassen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Prägt sich viel tiefer ein. Bild ist ein Schaden, den man so schnell nicht rausbekommt. Genau, aber genau da bin ich dankbar, dass es das genau braucht. Solche Menschen, die uns wirklich die Kacke vor die Füße werfen. Weil sonst können wir normale Arbeiter, die jeden Tag beschäftigt sind, gar nicht erkennen, was passiert. Und die Entscheidung, auf welche Seite ich mich dann stelle, kaufe ich gentechnisch veränderte Produkte oder nach so einem Vortrag nicht mehr, da bist du, jeder Einzelne, selbst schuld und selbst verantwortlich, was er tut. Aber es braucht beide Stimmen. Die gute, die die Lösung bringt, nachdem wir das, die Lüge, erkannt haben. Also, aber das kann am Schluss eigentlich nicht der gleiche tun, in meinen Augen. Darum haben wir hier auch diese Mischung. Dankeschön. Ich möchte ganz kurz noch dazu beitragen, dass die Spannung noch ein bisschen erhalten bleibt. Nicht, dass Sie das nächste Mal sagen, da gehen wir nicht mehr hin. Wenn der kommt, das langt jetzt. Mein Buch ist soweit geschrieben. Das ist alles schon sehr, sieht sehr gut aus, gefällt mir auch. Es ist sehr umfangreich und sehr intensiv. Aber es ist eben noch nicht fertig. Und mein Buch kann erst fertig werden, wenn meine Geschichte fertig ist. Ich bitte da einfach um ein bisschen Verständnis, dass das noch einen Augenblick dauert. Aber ich werde es fertig schreiben. Es ist nicht mehr viel. Das meiste ist getan. Und deshalb freue ich mich, wenn ich wieder herkommen kann und kann dann irgendwann mein Buch vorstellen. Und dann erfahren Sie noch, ohne dass ich zu viel verspreche, Sie erfahren noch viel mehr. Was während der Zeit passiert ist, was außer mir keiner wusste. Weder meine Eltern noch meine weltweit 5 Freunde, die geblieben sind, die geblieben sind in der Zeit. Ich musste sehr viel mit mir selber ausmachen, damit das Ganze auch zum Erfolg wird. Und das ist ganz einfach. Und das kann man dann niederschreiben
Und dann kannst du jeder nachlesen. Ich finde das einfach genial, dass es diese Möglichkeit gibt. Und freue mich dann, wenn Sie Ihre Freude daran haben und Ihre Kinder Ihre Freude daran haben und die Enkelkinder auch Ihre Freude irgendwann daran haben. Weil früher oder später ist es dann soweit. Ja, ich wollte nur noch etwas sagen, auch als Antwort auf diese Intervention von dieser Frau. Ich meine, wir werden ja bombardiert mit Bildern. Und Bilder haben eine extreme Kraft. Ich vergesse das nie mehr. Das Bild vom Golf von Tonkin, das hat mich sich eingeprägt. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich ging noch zur Schule. Ich habe erlebt, wie die Kuba-Krise in der Schule, da hatten alle Angst, jetzt geht's los, am Mittag kracht's, oder? Mhm. Und das Ultimatum von Kennedy. Aber die tagtägliche Berieselung und die Bilder, ob wir sie uns im Kopf machen oder ob wir sie direkt sehen, das Bild von 9/11, wie ich gesehen habe, dass das Flugzeug da in diesen Tower flog, und dann habe ich aber, ich habe das ja genau gesehen, ich habe gedacht, ja logisch, das ist das Flugzeug. Also, und dann kommt das Zweite. Das eine ist in der Mitte voll getroffen worden, das andere nur an einer Ecke. Und der Feuerball war dahinter. Und dann waren wir mal auf einer Reise nach Österreich. Und dann stand ein, hat Philosophie studiert, er hat Religion studiert und liest auch Sanskrit, oder? Also er hat auch schon da referiert. Der Isi, oder? Da ist er auch in dem Bus dabei und sagt, ob er uns in 2 Minuten erklären könnte, wieso aus physikalischen Gründen diese Bilder, die ich auch gesehen habe, die ich zuerst gar nicht hinterfragt habe, wieso, dass die aus physikalischen Gründen gar nicht stimmen können. Aber die haben so eine Kraft, da kannst du fast die Weltbevölkerung beeinflussen. Und das ist so clever gemacht, weil schlussendlich, das ist ja nie möglich, der Feuerball war hinter dem Tower, und dann hätten beide nicht auf dieselbe Weise zusammenstürzen können. Und das dritte Gebäude, ich meine, es ist doch allen klar, ich meine, dass Herr Ganser das nicht so klar sagen darf jetzt oder kann, oder Entschuldigung, aber ich meine, als Historiker, ist doch fadengerade klar, dass diese Gebäude simultan gesprengt wurden. Also es gibt doch gar nichts anderes zu erklären. Ich will einfach sagen, die Bilder, und dem müssen wir uns schon stellen. Ich denke, das ist verdammt böse, oder? Und das ist natürlich eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Das wurde inszeniert von ganz gescheiten Psychologen. Also die stellen dann schon Leute an, die das begriffen. Und ich kann euch sagen, was wir beim Widerstand, bei dieser Impfgeschichte dann gemacht haben. Wir haben dann mit kranken Kälbern, mit Tieren gearbeitet, mit Bildern von Tieren, die kaputt gegangen sind an der Impfung. Und das hat den anderen, weil die haben Werbung gemacht, das ist eine gefährliche Seuche, die Blauzungenseuche. Ich kann euch sagen, wir haben eine Anfrage gemacht im Kanton Zürich, im Kantonsrat, was ist das Schadenpotenzial der Krankheit? Die haben uns die Zahlen geliefert und ich habe immer ihre Zahlen verwendet. Das könnt ihr selber, ich kann nicht gut rechnen, aber da stand in der Antwort 1,96% der Rinderpopulation in Nordrhein-Westfalen hat Symptome gezeigt von dieser schrecklichen Blauzungenkrankheit mit triefenden Nasen und blauen Zungen. Und die Mortalität ist 11,34%. Wovon was? Von total. Oder von diesen 1,96%. Und dann rechnest du mal. Und alle können ja viel besser rechnen im Kantonsrat Zürich. Aber niemand hat das irgendwie bemerkt. Ich habe es dreimal gelesen, dann habe ich gedacht, entweder ich bin ich oder die ganze Welt. Das gibt 2 Promille. Ihr könnt wahrscheinlich besser rechnen. Vielleicht gibt es 2,01 Promille. Ist mir egal. Es ist ein Nichts. Und wegen dieser Sachlage haben sie diese ganze Kampagne und deshalb wurden in der Schweiz die Kühe krank geimpft. Und irgendwann, ich habe mich immer auf diese Fakten und alle waren ruhig. Und ich habe den Chef vom Bundesamt für Landwirtschaft, für Veterinärwesen, an einem Anlass, habe ich mich dumm gestellt. Er hat gesagt, ja, das Problem ist eben, 11% der Tiere sterben. Da habe ich gesagt, ja, wir haben das erfragt im Kanton Zürich. Wir haben Zahlen gekriegt. Ich habe gemeint, das seien 11% von 1,96%. Hey, da hat er gesagt, also, der wusste nicht mehr, was sagen. Der Chef vom Bundesamt für Veterinärwesen. Ein vollkommener Lügner. Danke vielmals.
denke, wir machen noch ein, vielleicht zwei Fragen, je nach Länge der Antworten aus dem Publikum. Dann würden wir gerne mal schließen. Also wo ist noch eine Frage? Ich glaube, da noch einmal. Haltet schon mal die Hand hoch. Der Nächste, hinten war der Erste. Man schaut. Ja. Danke fürs Mikrofon. Ich habe noch mal eine Bemerkung. Es gibt eine gute Frage, die mir unglaublich gut gefällt. Und das ist, was will ich von meinen Nachkommen bewundert wissen oder geehrt wissen? Und das ist dieser Mut. Als Mann spüre ich das ganz deutlich, aber das betrifft natürlich auch die Frauen. Und das Zweite ist, dass die Maßnahme, die ich für uns alle sehe, ich meine mich zuerst, und das sind die letzten 20 Jahre, ist, meine Liebe größer werden zu lassen, um diesen ganzen Dreck aushalten zu können, gelassen zu bleiben und trotzdem mit denen, die es betrifft, halt im Kontakt zu bleiben. Das ist so meine Herausforderung, meine tägliche Übung. Das ist der einzige Weg, den ich sehe, weil wenn ich dann den anderen auch den Jet einschlage, dann sind wir keinen Schritt weiter. Danke, vielen Dank. Jetzt möchte ich euch wirklich mit einem riesengroßen Dank hier aus der Bottis Kräutergärtnerei auch entlassen. Es war ein wunderbarer Abend. Ich selber möchte mich bedanken, dass ich immer wieder hier stehen darf und diese Anlässe von Priska und Daniel moderieren darf und mitarbeiten dürfen. Auch das ganze Sinne-12-Team, auch an den Kameras, die sich alle Mühe geben und sicher in ein paar Tagen die ersten Videos bereits auf YouTube zu sehen sind. Ihr habt alle den Flyer von Sinne 12 auf dem Stuhl gehabt. Dort ist die sinne12.ch Adresse. Dort kommt ihr auf den YouTube-Kanal, wo noch circa 70 weitere spannende Interviews und Vorträge von verschiedenen Rednern sind. Übrigens auch der Daniele Ganzer war einer der ersten im ersten Jahr bei uns und seit Beginn an das erfolgreichste Video mit mittlerweile 420.000 Klicks oder so. Okay. Und geht immer mehr nach oben. Immer 9-11 ist noch so ein Push jedes Jahr. Und ich hoffe doch, und da möchte ich auch noch ansprechen, dass am 22. April 17, vielleicht schon zum Notieren, ein Kongress in Thun stattfinden wird. Den ganzen Tag. Und somit möchte ich euch allen auch danken für die Fahrt hierhin, für das Ausharren, das Zuhören. Es waren ein paar Stunden jetzt und von dem her danke, bis zum nächsten Mal. Kommt gut nach Hause und seid achtsam. Danke. Danke.